Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Minecraft. Und zwar sind wir in unserem tollen, super ins Nichts führenden Gang gelandet. Und der Computer hat sich immer noch nicht dazu entschieden, flüssig über die Bühne zu gehen. Wir haben uns aber dafür entschieden, hier so einen tollen Durchgang zu machen. Und zwar bauen wir hier jetzt unser Bett hin. Darunter muss Holz, weil das ist die Optik von der Wohnung. Das gehört so. Oh, cool, wir können Pfeile machen. Habe ich überhaupt einen Bogen? Weiß ich überhaupt, wie ein Bogen geht? Betretenes Schweigen. Oh, nein, Crap. Ich will, dass das eine Berghöhle wird. Warum kann man die jetzt draußen wieder sehen? So ein Kack. Weil hier kommt dann das Bett hin, dann steht es hier nicht mehr so mitten in der Mitte. Das super schwarz-graue oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir es gemacht haben. Holz, weil es ist aus Holz. Ja. Oh. Upsi. Whoopsie Daisy. So. Wo kommt denn der Crafting Table hin? Da ist noch ein Platz. Perfekt. Dann bauen wir hier noch eine Fackel hin. Muss ich auch mal bald wieder neue Fackeln machen. Okay, das sieht auch ein bisschen crappy aus. Falsches Instrument. So. Und ab danach wird das dann alles. Oh. Nein, das nicht. Weil ich mir dachte, wir können oben so, dass wir daraus so einen zweischneidrigen Gang machen. Im Sinne von, hier kommt noch Holz hin, weil das muss ja noch verkleidet sein wegen unserem super Pool. Aber danach fangen wir an, hier unten Stein zu machen und oben Holz. Ne? Ist das nicht genial? Habe ich Stein nicht gebrannt sogar? So ein bisschen, so ein bisschen. Öh, nein. Ich glaube, es ist 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Dann brennt genau eine Kohle weg. Und hier haben wir schon 6 Steine. Also ist schon mal was. Schon mal etwas. Dann tun wir die mal hier hin. Upsala. Eigentlich wollte ich ja die Schafe mal zusammensammeln, aber. Dafür war ja der Tunnel ursprünglich geplant, dass wir auf der anderen Erde unsere tolle Schafsherde machen können. Aber ob das jetzt noch was wird, muss mir gleich eine neue Axt machen. Hopp, 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 hopp. Das weiß ich gar nicht. Brauche ich das dann? Ah, nee, ich weiß, wie ich es mache. Muachacha, ich mache das so mega geschickt. Und zwar, ich glaube, hier mache ich dann eine Tür hin. Oh, aber da muss ich ja schon bei der Tür. Tricky, tricky. Okay, ich glaube, da mache ich die Tür einfach auf der Seite und dann fange ich danach an. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Ressourcenverschwendung, aber so, ne? Kann ich gleich mal zum Crafting Table und eine Tür machen? Türe bitte. So. Oh, das war Q nicht W. So rum? Ja, genau so rum will ich sie haben. Perfekt. Dann kann hier noch eine Druckplatte hin. Ich mache mal auf der Außenseite keine, weil da geht es ja theoretisch raus. Das ist der Ofen. Fällt mir gerade so auf. So. Nein, so. Jetzt aber. Etzat. Und Wolle brauche ich sowieso, weil die muss ich dann noch einfärben, damit wir einen Teppich machen können. Weil ich will unbedingt mal Teppich ausprobieren. Ich fand es so cool, dass es Teppich gibt und dann. Ich würde irgendwie gerne fliegen mal und so. Hier. Wie geht es mit Rechtsklick oder so, dass die Farbe wieder gescheit funktioniert? Okay, da haben wir davor geguckt. Ach, oh, Crap. Jetzt habe ich mir keinen. Warum sagt mir das denn keiner? Warum. Jetzt habe ich mir keinen. Kein Werkzeug gemacht. Jetzt kann ich gleich wieder zurückrennen. Mensch, Mensch, Mensch. Danke, dass du zugehst. Ach, toll, nicht? Wenn schon die ersten technischen Entwicklungen kommen. Steinspitzhacke plus 3 Angriffsschaden. Also ich kann auch mit der Steinspitzhacke auf Leute eindreschen. Wenn es denn nötig ist. Seit wann steht es denn immer dabei? Das kenne ich noch gar nicht. Wieder mal eine Neuheit. Doch, ich glaube, ich habe es in Hunger Games mal gesehen und mich darüber gewundert. Ich muss dann oben noch eins höher machen, weil später kommen wir dann noch Treppen hin und dann stumpft man immer mit dem Kopf dagegen. Das ist auch so ein bisschen suboptimal. Es wird schon Herbst. In Minecraft gibt es keinen Herbst, ne?
Es gibt nur extra Texture Packs dafür. Aber das wäre doch eigentlich auch mal was, ne? Dass man Jahreszeiten einführt. Also, dass es nicht Winterbiome gibt, sondern dass Winter halt kommt. Das ist dann so ein ewig langer Weg bis zur Schafsherde. Aber immerhin, wir sind unten angekommen und hier kommt dann im super Schatten. Ja, ne, geil. Baue ich hier mal Kies hin, dass hier keiner durchlatschen kann. Und dann geht's auch gleich wieder hoch. Und hier muss ich ganz dringend Treppen hin machen. Das ist ja unter aller Sau. So kann ich nicht arbeiten. Das geht so nicht. Ich weiß, ich könnte da statt Glas hinzubauen auch. Könnte ich auch. Jetzt bin ich wieder wach. Dings hinbauen. Einen Zaun. So von unten nach oben. Also, das sieht ja immer crappy aus. Crappy hoch 10, würde ich mal glatt behaupten. Das kommt jetzt alles weg. Alles. Das sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa hier. Ach, Kohle kann ich eh gebrauchen. Alt, Crap, das muss ja gar nicht weg. Aber so. Ungefähr. Grob. Weil dann kann ich hier. Mache ich dann Holz hin. Weil es ist ja alles hier so in Holz- und Steinoptik. Oh, was war das? Genau, dann mache ich das nämlich so, weil hier der Gang oben wird ja dann eh aus Holz. Das ist super, weil dann kriege ich noch so ein bisschen Stein, weil Stein kann man immer gebrauchen. Stein ist fein, weil, keine Ahnung, es reimt sich nichts auf fein außer Schwein und. Ich kann jetzt auch nicht reimen, ich muss mich konzentrieren. Brock, ein Kick im Arsch und Disziplin. Halt! Stopp, stopp, stopp. Hier kommt ja dann noch eine Treppe hin, ne? Weil. Ach, Crap. Wie geht das dann? Sieht das dann nicht scheibenkleisterig aus? Ich muss mal kurz ausprobieren. Das heißt, ich muss Steinziegel machen, dass ich eine Steinziegeltreppe machen kann. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie Steinziegel funktionieren. Irgendwie. So? Ha! Perfekt. Okay, dann nehme ich das mal und so. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann gucke ich mir mal an, wie das aussieht. Ja, ich habe Zaun und Stein dabei. Ich hab guckt gleich mal am Anfang, ob ich alles dabei habe. Nicht so wie sonst immer. Und dann schaue ich mir mal glatt an, wie das dann aussieht. Ob ich das dann noch irgendwie verschieben muss. So. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Nervt mich nicht. Okay, wenn ich jetzt hier den Zaun hinmache. So. So, okay, das sieht extrem crappy aus, weil man auch drüber fallen kann. Das heißt, ich mache das dann so. Ist ja dann so ein bisschen doof, wenn man runterfallen kann, aber es hat was. Ich glaube, ich lasse es so. Und sonst müsste ich da extra nochmal alles drunter bauen und schlag mich tot. Und da habe ich irgendwie erstens keine Lust drauf und zweitens habe ich gerade so ein bisschen Fehlplanung gemacht. Halt! Komme ich jetzt wieder raus? Super Idee gerade. 1A, was ich hier fabriziere. Gott. Okay, dann bauen wir hier mal weiter. Jetzt wird es gleich dunkel. Oh mein Gott. Angst. Die Fackel muss dann auch noch schön regelmäßig und alle auf einer Seite verteilen, weil ich bin ja ein kleiner Perfektionist. Oh, da muss ich aber noch deutlich Dings brennen, Stein brennen. Weil nur noch eine Stufe reicht ja nicht. Oh. Also brauche ich. Kohle. Zwei reichten für 16. Dann mache ich mal 16. Nein. Wie ging das? Oh! So sortiert man. Gut zu wissen. Ich dachte, das geht mit R. Aber was auch. Ah, so ging's. Okay. Zwei sind 16. So. Weil man verschwendet immer so ein bisschen, wenn man es einfach so reinschmeißt, verschwendet man immer so einen Tick Kohle. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich habe keine Lust. Also das ist dann so, das ist dann halt Effizienz. Das gehört irgendwie dazu bei mir, weil Effizienz ist ganz dolle wichtig. Irgendwie war nicht mal so der goldene Master der Abstand von 8 bei Fackeln, dass irgendwie nicht spawnt oder so. Oder ist das eigentlich wurscht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier kommt die erste Fackel hin. Du kommst weg. Das ist schon ein bisschen dunkel, aber
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier ist es schon so. Das ist ein bisschen kurz, ne? Ach, aber das passt. Dann wird es immer dunkler und heller. Das hat was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann reichen sogar drei Fackeln. Bingo, bongo. So, dann machen wir das doch hier noch geschwind. Jetzt ist sie aber auch futsch, oder? Oh. Super effizient, dieses Ding. Müssen wir noch Schafe suchen. Ah, ich freue mich schon auf die Schafkoppel. Das sieht dann bestimmt cool aus. Mache ich dann die Decke auch aus Holz? Auf jeden Fall mache ich sie nicht aus Erde. Das sieht ja mal crappy aus. Crappy schlechthin. Nickt schön. Langsam kriege ich hier meine Rohstoffe mal zusammen. Ups, eins zu weit gelaufen. Ah, ist es schon durchgehend? Perfekt. Nemenemu und raus bist du. Erde, und du auch. Vielleicht kann ich dir dann später noch so Nebenausgänge oder sowas machen. Ich bin ja immer so ein bisschen Fan von Untergrundtunnels, weil das hat irgendwie was. Okay, muss ich mal gucken, wie ich das dann hier beende. Mach ich hier dann auch, gehe ich hier auch so runter wie da drüben? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Doch, das. Ja, okay, doch. Das sieht ganz gut aus. Ja, dazu brauche ich jetzt erstmal die gebrannten Mandeln. Oder Stufen oder was auch immer es ist. 16 war ein bisschen wenig, ne? Oh Gott, ich wieder mit meiner Fehlplanung hier. Okay. Oh, es passt sogar für zwei Pef. Oh, shoot. Das war's nicht. Komm schon, Mittel. Rechtsklick. Ich bin echt verwirrt. Shift ist es auch nicht. Was? STRG vielleicht? Muss das mal kurz ausprobieren. Nein, das bringt nur einen. STRG Shift. STRG Shift ist es. Ist es STRG Shift? Ja! Endlich habe ich es mal rausgekriegt. Ohne Hilfe. Ich krieg das auch ganz alleine hin. So, 14. Es reicht für zwei. Perfekt. 9 Stufen müssten eigentlich sogar reichen bis ganz nach unten. Oh, jetzt ist hier finsterlich. Ich tue da eins hin. Hell, dunkel. Okay, nein, die Decke mache ich noch aus Holz. Das sieht crappy aus, so wie es im Moment ist. Okay, wenn ich das jetzt so mache, meine ich mich zu erinnern, dass das scheiße wird. Das heißt, erstmal muss ich hier das oben abhacken wieder. Stein kann man sowieso immer gebrauchen. Oh. Und da sind wir auch schon unten angekommen. Bei unserer tollen, nicht vorhandenen Schafsherde, die aber noch kommen wird. No sorrows. Hopp. Okay, die Fackel muss ich unbedingt noch wegmachen. Die sieht aus wie der letzte Müll. Ups, hopp. Nein, es fehlen 1, 2, 3, 4 Stufen. Ach, crap. Habe ich Dreck? Perfekt. Perfekter Dreck. Muss schon noch einiges mehr machen. Okay, habe ich noch zufällig Stein? Ja. Immerhin, es wird immer schicker hier. Tschick, tschick. Okay, jetzt muss ich auch gleich wieder die nächste Folge beenden. Aber, ja, davor gehe ich nochmal kurz raus und guck mal. Toll, unsere Farm macht sich wunderbar. Okay, die farm ich dann beim nächsten Mal ab, wenn es wieder heißt Minecraft.